Gereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander. Ja, das wird jetzt wieder ein bisschen Chaos-Video, Leute, weil das so ein bisschen länger her ist und hab das durch, wenn mein Computer abgeschmiert war, hatte ich das nicht gleich gemacht und jetzt ist das wieder ein bisschen her und naja, ich hoffe mal, ich krieg's noch zusammen. Ich habe zumindest jetzt mal die Dateien wieder gefunden und zwar hat mir der Mischa, Grüße gehen raus, vor längerer Zeit mal einen Text geschickt von Helmholtz, den seht ihr jetzt hier. Ah ne, ihr seht noch gar nicht. Und ja, das rot markierte Anfall von Heufieber, woran Helmholtz zu leiden pflegte, wies er pathogene Algen auf seiner eigenen Nasenschleimhaut nach und bekämpfte sie mit Chinin erfolgreich zu einer Zeit, wo du Boys, was, wo es hervorhebt, von Antisepsis noch kaum die Rede war. Darum ging's. So ein bisschen in dem Sang, wo ich und wie wir geschrieben haben, ja, beziehungsweise hat mir Michael das eben so geschickt. Das war meine erste bewusste Zusammenkunft mit Helmholtz. Ich habe natürlich Helmholtz-Resonator, hatte ich auch irgendwo, aber hatte ich vergessen, nicht mehr dran gedacht, ne? Und, naja, keine Ahnung, ich habe dann erstmal, also das war glaube ich das, was mir der Mischa geschickt hatte. Wir gucken jetzt gleich mal zusammen. Ich will euch hier nichts vorenthalten. Hier sind die, was ich mir damals geschickt, was er mir geschickt hatte. Ich weiß nicht, ob es der war. Ich glaube, das war der, da ging es darum. Und ich habe dann aus Langeweile, keine Ahnung, ich weiß nicht, oder hier stand vielleicht irgendwas. Also vor allen Dingen, dass eben hier die, dass das eine Alge war und so, das fand ich schon ziemlich interessant, muss ich sagen. Warte mal, hier, Schallschwingung. Sie dürfen nach einer dritten Auflage so tun. Ja, keine Ahnung, ist egal. Ich habe dann auf jeden Fall diesen ganzen Artikel mal rausgesucht. Ihr seht es jetzt hier. Und da haben wir hier zum Beispiel, die Elektrik sich in Transversellen verbreiten lässt, für deren Fortpflanzungsgeschwindigkeit sich im Luftraum die Lichtgeschwindigkeit ergibt. Zum Beispiel. Ne, machen wir jetzt, warte mal, machen das zu, machen wir rein nach. Ich habe schon noch was markiert. Für negative Werte von K-Lapise. Helmholtz wies zugleich nach, dass wenn jene Arbeitsgröße erst einmal negativ geworden ist, dann die Bewegung sich selbst überlassend fortdauernd anschwillt und zu unendlichen Geschwindigkeiten und, oh, hier habe ich übermalt, Keiten der Elektrizität führt. Sonderlichkeiten oder irgendwas, weiß ich jetzt nicht, was hier steht. Also, hier haben wir auch schon mal wieder dieses Anschwill, das ja, Aufschwingen der Sinus, ne, halt, naja, Over Unity im Endeffekt, ne, wahrscheinlich. So, und hier hatte ich noch Untersuchungen über die Erhaltung der Kraft, zu der Ansicht geführt worden, dass Kräfte, die von der Entfernung und den Geschwindigkeiten abhängen, das allgemeine Naturgesetz von der Erhaltung der Energie verletzen. Helmholtz, ja moin und vielen lieben Dank nochmal, Micha, das hatte ich damals, weiß ich nicht, wann das war, schon ewig her, wo der Michael mir das geschickt hat, bestimmt 2 Jahre oder ein Jahr oder keine Ahnung. Na, und hier seht ihr schon mal, dass ein Herr Helmholtz das geschrieben hat. Ich bin der Meinung, das hat so kaum noch einer, ne, weil alle sagen, ja, der Energieerhaltungssatz, ne? Ah ja, warte mal, hier war ein Link von Michael, habe ich ja noch. Genau, da hatte ich mir nur den Link geschickt, weiß ich jetzt nicht mehr. Hier steht sogar noch, Link von Michael. Ha, siehst du? Vielen lieben Dank, wie gesagt, nochmal. Und ich weiß nicht, was das jetzt ist, ob das nochmal der Text ist. Achso, nee, das ist jetzt die richtige Seite. Ah, okay. Hier, ne, wir haben das noch mit dem Heufieber, dass das eben ein Pilz war oder blablabla. Könnt ihr euch ja selber mal durchlesen. Ich werde euch den Link, hau ich euch in die Beschreibung oder in den Kommentar oder so. Dann könnt ihr das selber lesen, ne. Also, finde ich schon mega interessant, ne, von wegen Bakterien und Viren werden alle sterben. So, dann geht's schon los. Das ist natürlich unser Thema hier. Back EMF habe ich das genannt. Ich weiß wirklich nicht mehr, was hier steht. Die Enden der induzierten Spirale eines Du-Boys'schen Schlittenapparates waren mit den Belegen einer Leidener Flasche verbunden, so
dass die Unterbrechung des primären Stromes zunächst in der sekundären Spirale einen gleichgerichteten Strom induzierte, welcher die Belege der Batterie lud. Die Belege, hey mein. Die sich dann in oszillierender Weise durch diese Spirale entlud. Die metallische Leitung des induzierten Stromes konnte an einer Stelle unterbrochen werden und es trat eine Nebenleitung in Funktion, welche den Nerven des stromprüfenden Schenkels erhielten. Also hier geht es nochmal darum, dass quasi mit Back-EMF oder Zurück-EMK damals dieser Froschschenkelversuch, ach, das ist der bujussische Versuch, ist der Froschschenkeltyp, ne? Oh, sorry, habe ich jetzt nicht gleich gehabt. Okay, also, das, ne, wenn jetzt ein Elektroniker sagt, ja, Back-EMF, das alles Verschwörungen etc. Digga, guck mal das Froschschenkel-Experiment an, Junge, da steht's doch, die haben das damals schon so gemacht, weil er halt schneller ist, der Back-EMF, ne? Wenn das zusammenknallt. Fand ich auf jeden Fall auch interessant, dass eben Helmholtz und denen allen war das klar und heute tun die Elektriker so, als wenn wir vom Mond sind und so, ne? Das war jetzt, glaube ich, das genau mit der Energieerhaltung verletzt. Hier haben wir dann auch einen Herrn Weber, ne? Das kommt dann alles, das fügt sich dann alles ineinander, wenn es einmal, ne? Also hier. Naturgesetz verletzt der Energieerhaltung. Haben wir ja auch, ne? Glaubt nur noch keiner. Hier haben wir nochmal einen kleinen Hinweis auf die freie, was fälschlicherweise freie Energie genannt wird oder Over Unity. Wäre besser so wie unsere Vorfahren, das nennt freie Elektrizität, weil sie nicht umsonst ist. Irgendwo müsste ja herkommen, ne? Aber im Sinne von, muss ich dafür bezahlen? Nee, da ist es umsonst. Und das ist der Hirnfake, das begreifen die Leute nicht. Die quatschen da und philosophieren rum und bliblablub, ne? Da geht's nur darum, ob das irgendwo unendlich irgendwo herkommt oder meinetwegen von der Sonne. Da streiten sich die Leute drüber. Scheiß doch drauf, baus einfach, Alter. Mach doch nicht keinen Kopf, ne? Dann haben wir noch hier aufschwingen, das weiß ich jetzt auch nicht, das lesen wir jetzt auch mal durch. Die Differentialgleichung bei gegebenen Potentialwerten am Anfang die Elektrizitätsbewegung eindeutig bestimmen und dass der Arbeitsäquivalent der elektrischen Bewegung positiv ist. Für einen negativen Wert von K wird dasselbe negativ. Also kleiner als im Ruhezustand werden könnte. Daher das Gleichgewicht der ruhenden Elektrizität im leidenden Körper für negative Werte von K labil sein. Helmholtz wies zugleich nach, dass wenn jene Arbeitsgröße erst einmal negativ geworden ist, dann die Bewegung sich selbst überlassen, fortdauernd anschwillt und zu unendlichen Geschwindigkeits- und Dichtigkeiten der Elektrizität führen. Ja, moin, Digga. Und das ist einer da, ne? Also zum Beispiel Helmholtz hat diesen Augenspiegel, wenn ihr zum Augenarzt geht und eure Sehstärke wird bewertet und ihr braucht eine Brille, kommt er damit zum Ding, wo der so rumschaltet. Das hat Helmholtz erfunden. Da haben Milliarden Leute eine Brille von, und der Mann hat das geschrieben, Leute. Und irgendwie haben alle gesagt, oh nö, das war das, aber das andere, das stimmt nicht. Das stimmt, Wechsel. Das ist ja interessant, ne? Hier findet man auch nicht wieder, Leute. Also pass auf, dieser hier, Cornelius Pöbel, ist er das? Ne, das ist er doch gar nicht. Ah doch, hier, jetzt hab ich gefunden. Genau, Franz Pöbel ist es, und zwar aus Braunschweig. Hier steht, pass auf, also das war ja der anerkannte Strömungsdieter damals. Das Fließverhalten von Wasser und konnte einige Behauptungen von Viktor Schauber über Verwirbelung in Rohren empirisch verifizieren.
Hier hat aus Versehen Wikipedia vergessen zu erwähnen, dass bei dem Versuch Over Unity rausgekommen ist und dass zum Wasserbewegen keinerlei Pumpen benötigt werden. Was übers Verwirbelungen? Das bedeutet Verwirbelungen. Trallrohre, die, also du musst mit 0 Grad, glaube ich, oder 4 Grad anfangen, das Wasser da reinzupumpen in das Kudu-Horn, also Wirbelrohr. Und ab einem gewissen Druck oder irgendwas, wenn du es ein Stück gemacht hast oder so, fängt das halt an diesen negativen Sog, wie das Schauberg genannt hat, zu erzeugen. Und das ist hier für negative Werte gemeint, was der Helmholtz geschrieben hat. Ne? Das macht alles Sinn. Und hier schreiben sie, hier wird das nicht. Normal müsste jetzt hier ein riesengroßes Ding sein. Freie Energie, Over Unity, die Menschheit hat's geschafft. Aber es ist keine Verlinkung, es steht da, die Behauptungen, übers Verwirbeln in Rohren empirisch verifizieren. Das bedeutet, wir haben die freie Energie gefunden, wir haben unendliche Energieressourcen. Das bedeutet das. Das wird so kundgetan und mit der Trompete draußen rumgetragen. Leute, weißt du? Und dann siehst du so gewisse Videos auf YouTube. Also, ich kann ja nur reden, ans Herz legen. Entweder macht ihr das auch, was ich gemacht habe, tut mal 10 Jahre forschen und ein bisschen euch mal einen Schmalz selber anstrengen. Oder ich biete euch an, ich lasse euch an meinen Erkenntnissen teilhaben, wie zum Beispiel jetzt mal so eine Kleinigkeit. Ne? Ich habe da auch mal mit einem Doktor Ingenieur drüber geschrieben, von der Guerige Universität. Grüße gehen raus. Ja, sie sind eins der Probleme, die wir hier haben. Sie sind der Teil da davon, weil sie genau das hier unterstützen und sagen. Ich habe sie darauf hingewiesen, dass das Over Unity ist, dass das in der Elektrik genauso geht, weil alles denselben Naturgesetzen unterhört. Und was sagt der Mann? Das sind ja Strömungsdinge, das zählt in der Elektrik nicht. Ja, moin. Sag ich selber, oh, gewiss hat er ja recht, ne? Also zum Teil kann man Wasser nicht mit Strom vergleichen, gerade wenn es in Over Unity geht, ne? Oder habt ihr schon mal gesehen, dass das Wasser mehr wird? Das geht nun mal nicht. In Strom geht das aber. Und selbst im energetischen Sinne hat Pöbel, der anerkannteste Strömungsforscher der damaligen Zeit, gesagt, also die Geschichte war, es ging ja darum, er hat Viktor Schauberger herausgefordert. Hier steht es ja so in etwa, ja, die waren ja Freunde und da hat er das schön mal überprüft und so. Nee. Der hat Viktor Schauberger herausgefordert, hat gesagt, du Scharlatan, bring deinen Scheiß her und ich werde dich widerlegen, du Scharlatan. Das hat er nicht geschafft, er hat ihn bestätigt. Und am Ende hat er eine Ansprache gehalten oder irgendwas, wo er seinen Hut gezogen hat und gesagt hat, wir wissen nichts. Der Einzige, der was drüber weiß, ist Viktor Schauberger. Und das ist, das bedeutet dieser Satz hier. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen. Und das kommt von Vollidioten, die nichts verstehen. Weil sonst würde hier riesengroß freie Energie, wow, stehen, wisst ihr? Ja, gut. Ich denke, haben wir wieder mal ein kleines Ding. Micha, das so geht das, wenn du mir einen Screenshot schickst. Ne, lande ich hier bei Helmholtz, Franz, Böbel, Schauberger, wie sie alle wieder hier. Schließt immer wieder der Kreis, kommst immer wieder zu denselben Leuten. Es ist einfach so. Ne? Und der Schauberger, der Helmholtz zum Beispiel, Leco Mio. Guckt euch an, was der Mann. Ich habe jetzt nur ein Teil seiner Experimente gesehen. Da geht es zum Beispiel mal ein ganz kleines Ding noch, dass ihr mal ein bisschen Ansporn habt. Allgemein ist bekannt, dass die Tiere über Duftstoffe und diesen ganzen Dünnschiss, was ihr gehört habt, das hat der Helmholtz wissenschaftlich widerlegt zu seiner Lebzeit. Der hat in Vakuum die Insekten rein und die Paarungswilligen konnten halt nur die Weibchen nicht finden, wenn sie elektrisch abgeschirmt waren. Hat mit Luft und Duftstoffen alles Dünnschiss, Leute. Alles Müll, aber es steht doch. Gut, jetzt hier steht es jetzt nicht mehr da, 100%. Ne? Also hier ist Fließverhalten. Die Over Unity von Wasser heißt hier Fließverhalten, wird Viskosität angegeben. Was? Ne? Gut, ich denke mal, kleiner Anspruch für euch, zieht euch mal ein bisschen Helmholtz rein, falls hier irgendjemand von der Helmholtz Verwalterschaft oder Nachkommenschaft am Start ist.
Leute, hier sind alle verblödet. Gib mir doch mal die Möglichkeit, gib mir mal die Aufzeichnungen von Helmholtz und ich guck da noch mal drüber und oder ich komme gerne mal in euer Museum oder so. Ich würde gerne mal bei Originalunterlagen von dem Mann lesen und nicht hier über Verwirbelung in Rohren empirisch verifizieren, Punkt, Ende, aus, über Unity drinne versteckt. Ne, sag mal, Leute, und das waren 150 oder was, ne? Schreiben Sie auch nicht hin, wann das passiert. Warum sollte man das hinschreiben, ne? Ja, damit man weiter Viktor Schauberger verunglimpfen kann als Scharlatan oder sonstigen. Das ist der Mann, der einzige Mann auf diesem Planeten, der die Schwemmkanäle für Holz bauen konnte. Es konnte niemand anders, Leute. Und deswegen hat der Böbel dann gesagt, ne, da muss ich mir den Mist doch mal angucken, weil irgendwas muss er ja wissen, wenn er der Einzige ist, der das kann. Versteht ihr das? Und dann hier mit so einem Satz: Viktor Schaubergers Errungenschaft zum Matsch getreten. Ne? Naja, gut. Auch an die Nachkommen von Schauberger habt ihr Pech gehabt. Also, ne, wir gehen das jetzt durch. Ihr kriegt da einen Scheiß an Geld. Der ist lange tot und ihr habt einen Scheiß geleistet. Ihr verdient gar nichts, ne? Sich auf den Lorbeeren vom Schauberger ausruhen. Ja, verstanden habt ihr auch nichts, ne? Weil er euch drauf ausruht. Gut, in diesem Sinne, lasst knacken, Männers. Ich lege euch wieder den Helmholtz ans Herz. Für unsere Elektriker mal noch ein kleiner Funfact. Die Einheit in der Frequenz ist ja Hertz. Die wurde zum Namen des wesentlichen Vorname Herz halt, den vermeintlichen Entdecker. Aber es wurde, gab auch die Gespräche, Helmholtz HZ eben zu nehmen als Helmholtz der Frequenz. Ne? Nur mal so am Rande. Ne? Aber hat ja alles Tesla erfunden. Ich weiß ja nichts. Ihr wisst alles. Erde ist flach. Tesla ist euer Übermensch. Ich bin raus, Alter. Unfassbar.